So, hallo, wir machen weiter. Bei Grey Eminence, wir sind immer noch in diesem verfluchten Puzzle-Level, bei dem ich letztens einen Cliffhanger machen sollte, bevor es hier reingeht. Also scheinbar ist das Level noch nicht zu Ende. Ich weiß es nicht, ich hoffe So es. Ich schön. möchte keine Puzzle mehr spielen. Oh mein Das Gott. ist einfach so schön, dass es extra Ich für möchte aber auch Kamera. nicht nochmal sowas wie Kaspar Spar spielen. Ich fürchte fast, es kommen nur noch schwierige sein. Wir werden sehen, ich bin gespannt. Aber ich bin froh, dass wir das gerade noch in den Zeiten der Ferien aufnehmen, weil wenn jetzt Schule wäre, ich glaube, ich wäre schon längst, ich wäre einfach hier gegangen, ich wäre einfach schon weg. Was, du hättest nicht so durch Spaß bedingt jetzt einfach überzogen und wärst morgen zu spät zur Schule gekommen? Nee, ich meine auch von meinem Nervengerüst her. So, na gut. Ich kann sowas nicht mehr aufnehmen, wenn Schule, also ich bin ab nächste Woche, bin ich wahrscheinlich gedanklich sowieso wieder ganz woanders. Egal. Dann müssen wir das heute nach der fertig machen. Gehen wir hier rein und gucken. Ja, das wäre schon sinnvoll. Mal gucken. Los. Okay, es kommt ein Boss. Kucku, kucku, for here's nobody met the halls of Darkrai. Oh, ist das der Darkrai-Boss, an den ich denke? Das ist so schön, wie das immer funktioniert hat. Bisher immer, wenn irgendwelche Anspielungen an Inferi kamen, bist du auch tatsächlich. Ja, geh mal rein, guck ihn lieber an. Das ist auf jeden Fall Darkrai. Okay, aber müsste ja einfacher geworden sein, da er ja... Ach, das ist der! Ja, ja, genau. Das ist einfach dieses Wellending. Das ist nicht der aus dem Training. Okay, aber jetzt müsste doch aber wirklich ein Warp zum Boss sein. Nee, ja, das wäre zumindest nett. Nee, jetzt musst du alles nochmal spielen. Der grüne Switch ist jetzt auch resettet. Ah, na gut. Aber das andere wäre jetzt komisch gewesen. Okay, den kriegen wir ohne States. Sage ich jetzt und ich glaube, ich habe den schon ein paar Mal gespielt, aber... Der war in Super Mario World. Der war schon in so vielen Hacks mittlerweile drin. Na, ist echt so. Das ist eigentlich mittlerweile fast ein Standard-Boss. Aber es ist mal eine coole Idee, den mit Pokébällen zu machen. Naja. Aber es ist halt der gleiche Weltwasser. Auch jetzt treffe ich das nicht mal. Die Plattform ist irgendwie ein bisschen... Ach, das ist wirklich... Aber ich hab... Was. Oh, ich darf nicht... Okay. Achso, ja, du stirbst dann, ne? Ich glaube, im Original konnte man schwimmen, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Danach habe ich mich gerade verlassen. Nicht. Dann nicht. Jetzt ist zwar wieder ein Jumpscare. Ich glaube aber, das erste war der Brutal Mario, ne? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube in Brutal Mario kamen diese ganzen Custom-Bosses so zum ersten Mal. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich glaube, in SNWCP war der als erstes. Also da, so wird der zumindest, glaube ich, getaggt. Aber das kann auch sein. Aber ich weiß auch nicht. Kann auch sein, dass es da nicht. Oh, erster Treffer. Zack. Leider ist er nicht im Pokéball geblieben. Schade. Ich habe ihn benutzt, weil man die Grafiken gut ändern kann und dann ist mir irgendwann. Nein, er geht kaputt. Ist mir aufgefallen, dass wenn er sich dreht, also der. Genau, der dreht sich, wenn er die Pokébälle schmeißt und dann ist er trotzdem verbuggt. Von Grafiken her. Man sieht das, ja, man erkennt es nicht so gut, weil Darkrai halt einfach dunkel ist. Das ist ganz gut. Aber so ganz perfekt hat das doch nicht geklappt. Ah, ich finde es irgendwie. So, das sind so Pokémon, die hat man sich tatsächlich noch so ein bisschen gemerkt. Die hat man sich so ein bisschen noch gemerkt, so wenn ich jetzt in die aktuellen Generationen reingucke, die ganzen legendären Pokémon. Ja, ich weiß, keine Ahnung, du warst ja ein bisschen älter. Bisschen älter, aber ich war da noch einfach zu alt, um das richtig hype-mäßig zu spielen. Oder ich fühlte mich zu alt, ich glaube, das ist ja entscheidend. Ja, aber ich meine, es sind mittlerweile also einfach irgendwie Platin, zu viele legendäre Pokémon. So, da verlieren die, also die verlieren irgendwie die Besonderheit, wenn es zu viele gibt. Da muss man bestimmt, da muss man so Wi-Fi, Battle, Super. Klar sind sie pro. Ja, das ist klar. Pro Generation sind es natürlich dann immer andere und die anderen vorher sind gar nicht mehr vorhanden, mehr oder weniger. Aber ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie das ist jetzt. Bestimmt ist Slimog jetzt richtig stark oder so. Nee, es gibt ja immer neue. Ja, klar. Ist, wenn ja, er nicht klar, die alten plötzlich legendär. Aber gab es da nicht irgendwelche Mega-Entwicklungen und irgendwas anderes noch? Ja, die gibt's bei ganz vielen, das ist richtig. Ach Mist, ich kann den nicht mehr fangen. Ach, schön. Oh nee, was ist das denn für ein RNG jetzt hier? Lass es. Ach man, ich hatte vorhin zwei Hits und dann habe ich es versaut. Wie viele Hits hat er? 3, 4, 5? War das ein Hit, oder? Bisher? Nein, ich meine, wie viel er hat. Nee, das sag ich dir nicht. Oh je. Also wenn es mehr als 5 sind, state ich ihn.
Jetzt bist du richtig, richtig fickrig aufs Daten, ne? Das ist nö, nur wenn es mehr als 5 sind, weil das ist mir dann zu viel. Hey, das ist bis 5 ja traue ich es mir zu. Das ist nach ja der Zeit. Nur das wäre ja wohl locker machbar, wenn er irgendwie 7 Hits hätte. Da muss man halt ah, nee, das wäre mir zu viel. Da krieg ich. Nee. Da sehe ich den Sinn nicht dahinter. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das ja. Aber du siehst ja auch nicht den Sinn dahinter, in anderthalb Stunden Puzzle Level Bonus Rates zu spielen. Nee, sehe ich auch nicht. Ja, da bist du vielleicht auch. Naja, nicht gemacht für. Genau, das ist wie wenn, wenn du jetzt ein Puzzle, also wirklich ein Puzzle legst und sobald du ein falsches Teil versuchst, musst du von vorne anfangen. Was ist denn? Das ist doch Quatsch. Ich möchte es geht beim Puzzle ums Rätseln und nicht darum, dass man jedes Mal von vorne starten muss, wenn man einen Fehler macht. Das macht ein Puzzle nicht aus. In so ein, weiß ich nicht, so ein Eiffelturm-Puzzle oder so. Und dann sind aber an manchen Puzzleteilen sind so Stacheln, die man von einer Seite aber nur. Ja, genau, genau. Nee, das ist für mich nicht. Ach, 3 Hits, ja, alles klar. Ja. Das ist eigentlich eine lustige Idee, das mit den Stacheln. Marktlücke! Ja, da versuch das mal auf den Markt zu bringen. Viel Spaß. So, wir laufen wieder über diese nächste Insel und kommen an in Welt 4, wo wir jetzt Yoshi-Coins sammeln müssen. Ich erinnere mich. Das hast du dir gut gemerkt, ja. So, willst du. Du machst natürlich direkt weiter, aber jetzt wird's richtig schön. Die ganze ich bin Welt gespannt. Ich hoffe, jetzt kommt nur kein Puzzle, sondern irgendwas, was angenehm zu spielen ist, aber ich will natürlich nicht, dass es irgendwie gar nicht mehr herausfordernd ist, aber halt, ja, wir werden alles sehen. Du wirst richtig viel Spaß haben, auf jeden Fall. Welcome to Mushroom Kingdom. Here you are at the biggest plateau of Mario Kingdom. Mushroom Kingdom. Enjoy your stay and make yourself at home. Make yourself at home. Ich kann nicht da unten rein. Ah. Ah. Mist. Guck mal, da links liegt was, da links liegt was. Ach, hier. Da links liegt was, das ist viel einfacher. Nö, jetzt mach ich's mit dem. Mach's wieder. Oder auch nicht. links. Ach, jetzt ist da eine Shell. Ja, gut. Ach, schön. Viel Spaß. Okay, da kommen wir nicht ran. Hallo. Diesmal brauche ich die ja, also müssen wir die einmal einsammeln. Allerdings, wenn ich es jetzt nicht schaffen sollte, dann gibt es ja auch noch den Normal Exit. Ja. Möchtest du gespoilert werden oder möchtest du lieber... Naja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Secret Exit der wichtig ist, um wirklich weiterzukommen, aber trotzdem gibt es hier 2 Exits, also... Das ist mir schon aufgefallen, bei Jump und bei irgendeinem anderen Hack hast du das auch... Dass du immer vermutet hast, wenn der einen Secret Exit hat, den du nicht direkt findest, dass das was mit den Yoshi-Coins zu tun hat. Ich habe aber keine Ahnung, wie du auf diesen Trugschluss kommst. Naja, es kann ja sein, dass die Yoshi-Coins der Spezialweg sind und es gibt mir auch einen normalen Weg aus dem Level raus. Ja, aber ich habe schon bei dem Secret Exit in dem Glitchfest, hast du es ja genannt. Groß sein. Ich habe in dem Glitchfest habe ich dir schon keine Reset Door dahin gesetzt, wo du sie eigentlich haben wolltest für den Secret Exit. Da werde ich dir hier nicht für den Secret Exit irgendwelche Messageboxes hinknallen. Also mit anderen Worten, versuch mal einfach die Yoshi-Cons zu sammeln. Ja, dafür müsste ich es erstmal finden. Es sei denn, du willst wieder, dass ich sehr viel Spaß habe. Aber das ich will natürlich, dass du Spaß hast. Aber nicht Schadenfreude, das willst du glaube ich nicht. Da oben war ich gerade schon drin. Ach ja, das war das, wo ich groß sein will. Hier. Hi. Ah. Das wird so nix. Dann gehen wir es mal in die Richtung weiter. Das sollte schwierig sein. Da ist eine. 2. Sehr gut. Ach ja, ach schön. Wait, jetzt ist hier Schluss. Darf ich dir einen Tipp geben?
Wenn er mir nicht zu viel spoilert? Nee, macht er nicht. Ich hab's schon versaut. Nein, nein. Immer in die Reset-Door. Die nächste, die du siehst. In die Reset-Door? Ich hab noch keine einzige gesehen. Na doch. Zumindest nicht wahrgenommen. Ich glaube, du bist in einer, ich weiß nicht, ob es sogar zwei waren, an denen du vorbeigelaufen bist. Und guck mal, das da ist auch, da kannst du auch rein. Sonst wären da keine Blöcke vor. Ja, aber ich komme hier hinten noch nicht weiter, da muss ich groß sein. Genau. Aber du hast ja gerade den Pilz hast du gerade verloren, als du keine Ahnung was gemacht hast. Wo war denn der Pilz? Oh, was ist da unten? Der Pilz in der Regel in vielen... Also jetzt musst du die Yoshi-Coins nochmal sammeln. Das war ja nicht so wild. Das Gute ist, du kannst einfach den kleinen Cooper töten, dann liegt die Shell da einfach rum. Oder so. So, ich bin noch gar nicht die Ranke da hoch. Ach ne, doch, da war die Yoshi-Coin die erst. Ja, du bist genau durch eine Sache noch nicht durch, glaube ich. Ja, da wo ich jetzt gerade gestorben bin. Ich weiß auch noch gar nicht, warum ich den drücke, aber ich mach's einfach. Ja. Weil ich es kann. Ja, hier bin ich noch nicht durch. Toll. Einfach toll, was da so ist, Mensch. Super. Das wollte ich sehen. Achso, aber jetzt bin ich ja groß, jetzt kann ich ja einmal da hier den Quatsch kaputt machen. Jawohl. Dann ist aber da ein P-Switch. Vergiss nicht die Yoshi-Coin, bitte. Ja, sag ich ja. Also. Dann ist nämlich, komme ich damit vorne jetzt nämlich durch die Röhre und muss jetzt hier erstmal die zweite Yoshi-Coin nochmal holen. Die ganz hinten war. Also hier, ist ja gar nicht weit. Ja, du hast gerade ein Leben bekommen, cool. Ja, kann ich auch gleich wieder hergeben. Das ist richtig. Wie gewonnen? Ach nee, das war nicht richtig, das war dämlich. So verloren. Wie gewonnen, so verloren. Oh, so wo ist der denn? Wo wollte er denn? Und man sagt ja auch, Schuster, bleib bei deinen Schoten. Richtig. Das ist so dumm, echt. Das hast du jetzt gesagt. Ja, wie gewonnen, so verloren. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Sehr gut. Das Land der Dichter und Denker. Wie gewonnen, so verloren. Ja, ob man jetzt zerronnen sagt oder verloren, der Sinn bleibt gleich. Ja, aber es reimt sich nicht. Das ist natürlich richtig. Aber es muss sich ja nicht immer reimen, um gut zu sein. Oh nein! Wann hab ich denn... Ach, ich hab's diesmal nicht aufgemacht. Das war der Fehler. Hol dir doch einfach erstmal die Yoshi-Coin. Jetzt muss ich eh resetten. Wait, was ist hier? Oh. Du kannst doch einfach, bevor du anfängst, da irgendwie rumzulatschen, kannst du dir einfach zwei Pilze holen. Wie denn? Über die Reset-Door? Ja. Mir doch einfach gleich zwei Pilze anstatt mich über einen Trick. Ich will ja, dass man Tricks nutzt. Immer noch keine Blume für mich. Das Mysterium bleibt. Was in der Eiswelt mich erwartet, wenn ich die Blume auslöse. Ich überlege, der blaue Switch oder der gelbe Switch oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Es muss ja was sein, was man als Sackgasse einbauen kann in eine Welt. Man kann alles in Sackgasse einbauen. Ja, stimmt eigentlich. Man kann jedes Level einbauen als Sackgasse. Man muss es halt nur irgendwie relevant machen. True Story. Das war schön. So, gleich den Switch holen, falls ich wieder getroffen werde. Das ist übrigens das zweite von
ich glaube, vier, kann man das so sagen, von vier Levels, auf die ich mich richtig gefreut habe. Ja, es ist ja auch, also das sieht schon sehr aufwendig gebaut aus. Ich glaube, das habe ich in einem Tag gebaut. Ja, dass du schnell baust, heißt ja nicht, dass es nicht aufwendig sein muss. Ich bin immer super langsam beim Bauen. Ich glaube, das hat Felix hat mich geprägt, weil ich versuche eigentlich, auch wenn du ja auch schon Sachen gefunden hast, das dann immer tausendmal zu testen und das dauert immer ewig. Okay. Naja. Oh boy. Ach, ich muss unten rum. Nein, was mache ich? Ist ja egal, du kannst ja... Ah nee, ist nicht egal. Ach doch, du kannst mit dem P-Switch, kannst du da trotzdem rein. Wieso will ich mit dem P-Switch da rein? Ja, um den Pilz zu holen vielleicht. Ich bin doch jetzt eh da durchgegangen, das heißt, der Pilz ist auch so da. Ach so, na gut, nee, dann ist okay, dann machen wir. Ich bin ja nicht wieder nach vorne, aber ich muss trotzdem jetzt erstmal mit Pilz ohne Pilz nach vorne kommen. Das ist schon schwierig genug! Ja, ich finde das einfach super. Lalalalala. Das wird mir, also das werde ich bereuen, dass ich hier vorgehe. Nein, ich bereue es nicht. Sick. Gut, dann können wir jetzt in die Röhre da rein und hoffen. Ja, mit Waypoint würde mir gar nichts bringen, wenn ich die doofen Yoshi-Coins sammeln muss. Das ist, glaube ich, die größte Problematik des Levels, ja. Oh! Das ist so dumm, echt. Hä? Ach ja, schön. Weißt du noch, wie du die grünen Ausrufezeichen, die Switch-Blöcke, wie du die gerade ausgelöst hast mit dem blauen Block? Ja, weil du gerade so fragend da irgendwie vor den Fragezeichen. Ach, ich muss eine Shell da mit reinnehmen. Nee. Jetzt ist wieder zu. Ja, natürlich ist ja ein P-Switch. Was denkst du denn? Hast du gesehen, was da noch war, wenigstens? Ja, und off war falsch rum. Ja. Jetzt ist aber richtig, weil du willst jetzt dir den P-Switch holen. Und was kann hinter Fragezeichenblöcken sein? Da wird kein Turnblock sein. Muss ich mit dem gedrückten P-Switch da durchgehen, oder? Nein! Nein, ich wollte dich doch vorhin schon leiten, dass du da einfach nochmal in die Röhre reingehst, um dir noch einen P-Switch zu holen. Ich meine, jetzt spoilere ich dir hier schon wieder alles. Muss ich den schon wieder double grabben? Nein, wieso musst du denn double grabben? Ja, theoretisch. Wenn du nimmst dir einen, gehst da durch, dann hast du zwei. Dann kannst du auch im Prinzip einen drücken schon oder einen hochschmeißen. Ja, gut. Dann double grab ich lieber. Okay. Ja, sonst ist läuft er mir wieder aus, bis ich irgendwas gemacht habe. Das ist natürlich richtig. Das ist wieder die Conan-Weisheit, auf die ich nicht gedacht habe. Ich kenne mich doch, bis ich hier vorne bin. Uff. Jetzt kannst du dir nochmal ein Pilzchen holen. Aber dann hätte ich ihn doch auch einfach gedrückt durch die Röhre mitnehmen können. Ja, ich glaube schon. Gut. Das ist halt selbst der Rest, glaube ich. Ja. Schwieriger als ich 2-2. Ja, aber sollte ich sterben, werde ich. Ach so, ja, gut. Ja, du bist sowieso wieder jetzt. Du bist ja, jetzt on Rewind. Alles. Nein, ich muss Stopp zurück. Ich bin dumm. Das sehe ich nicht. So, das sind jetzt schon 5. Ich habe dran gedacht. Ich habe dran gedacht in dem Moment, bevor ich glaube nur wieder zu spät. Das bringt ja auch nichts. Also wenn du vor der Klippe stehst und runterspringst und dann sagst, ach scheiße, ich habe dran gedacht, dass ich da runterfalle, dann... I don't care. Wie gesagt, dein Nachfolger in der Wohnung in Bayreuth wird sich auf jeden Fall freuen. Ich habe letztendlich dran gedacht. So. Mehr interessiert mich nicht. So, spielen wir schon weiter. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hoffe, ich musste jetzt nicht noch schnappen. Das war so klar, echt. Das war echt so klar. Was denkst du denn, warum da blaue Münzchen sind? Die sind da nicht zur Belustigung. Das ist jetzt nicht mehr lustig, der Hack. Das ist jetzt die finale Welt im Prinzip. Okay, zweimal Switch holen. Das kriege ich gerade noch so hin. Ich musste dann auch erst. Ich bin erstaunt, an was für Stellen du dann halt nicht rewindest.
Also, ach, da darf ich jetzt rewinden, ja? Nee, ich hab nichts. Gut. Nee, jetzt hast du schon, das war die Erlaubnis. Ist okay, kein Problem. Naja, von hier kannst du das schon machen. Jetzt ist sowieso alles zu spät. Dein Nachbar, der Nachfolger in Bayreuth wird sich freuen. Ich glaube, da mache ich so den Mirko Rai Ichikawa Move. Der freut sich über Scheiße im Briefkasten, irgendwie sowas. Ach Gott, ja. Ich glaube, du hast vergessen, wo ich schon überall gewohnt habe. Nee, in Bayreuth, ja. Da weiß ich ja die Adresse. Ja, vor Jahren. Holy moly. Seitdem habe ich an drei unterschiedlichen Orten gewohnt. Ja, weißt du bei irgendeinem Ort, wer da noch oder wer nach dir da eingezogen ist? Nee. Ja, siehst du, deswegen ist es mir auch egal, wer dann die Scheiße abbekommt. Hauptsache irgendjemand, der dann Rückschlüsse darauf ziehen kann, dass du da irgendwas mit zu tun hast. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Ja, wenn ich da einen Brief schreibe, hallo, ich heiße Alexander Kunze, dann... Und Nachmieter wissen, wie ich heiße. Ich habe hier mal gewohnt. Ich habe keine Ahnung, wie meine Vormieter heißen. Das ist so dumm, ja. Hä, was tue ich hier? Nein! Oh, gut. Komm her jetzt, dich brauche ich. So. Ich muss das Ding da auslösen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä, hey, da ist nur eine Yoshi. Ja, was heißt denn nur eine Yoshi-Coin? Die brauchst du. Ja, aber jetzt weiß ich nicht, wie ich weiterkomme. Ja, dann guck dich mal ein bisschen besser um. Ich brauche nur einen Off-Switch. Da rechts. Oh, hier geht's weiter. Das habe ich nicht gesehen. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Okay, alles gut. Ach so. Ich möchte nicht, dass du das machst. Das ist okay. Okay. Wow. Wow. Okay. Verzieh dich. Mist. Egal, ich krieg noch einen. Gib mir das. Oh boy. Mhm. Okay, wir gehen erstmal hier oben spazieren, ist in Ordnung. Tschüss. Du kannst da drin leben, das ist okay. Aha, so komme ich da ran. Ja, gut, die Devil Grab ich jetzt lieber mal nicht. Jetzt ist halt die Frage. Jetzt ist die Frage, bist du gemein oder nicht? Inwiefern? Naja, pass auf. Du könntest von mir jetzt erwarten, dass ich den hier drücke, wenn ich da runtergehe. Ja. Das wäre möglich. Oh boy. Ja, das hast du doch gerade gesehen. Also du hast doch gerade so... Oh, ich sehe es. Ja, ich muss es so machen. Du hast doch gerade so ganz erstaunt gemacht. Das war aber was anderes. Das war, weil ich erkannt habe, dass es so sein kann über... Nein! Na, hast sowas. Jetzt spiel das nochmal. Spiel das nochmal. Hast sowas. Alles von vorne. Man macht so viel richtig und dann geht's nur wegen dieser scheiß Screenerei. Ja, man muss halt, nicht. Du musst halt, also ich glaube. Gott, das ist so dumm. Guck mal, du denkst ja auch nicht mehr über Sachen nach. Also du hast zwei Schultertasten zum Beispiel. Ich hab doch so. Ja, ich hasse L und R. Ja, selber das ist die schon. Dümmste Mechanik, die es in der. Ah, jetzt geht er wieder! Ach, schön. Aber Alter. Ich kann mich wirklich nur tausendmal bedanken. Du zeigst wirklich jeden Aspekt des Hacks. Das ist wirklich groß. So, lass mich. Wofür ist das Ding jetzt? Okay. Ich glaube, die Bestrafung dafür, dass du hier so viel rewindest, die wird irgendwann. Das fühlt sich ja nicht richtig an. Die wird irgendwann sehr sneaky irgendwie kommen. Ich jubel dir irgendein Hack unter. Und das ist dann Inferi 2.0 oder so. Das ist unglaublich. Das Problem ist, du spielst halt auch immer schlechter, wenn du... Ich will doch nur eine Shell stoppen, das hat doch mit schlecht Spielen nichts zu tun. Doch, weil du unkonzentrierter spielst, wenn du rewindest. Eine Shell stoppen ist... Das ist kaum Konzentration. Doch, das ist nur Konzentration. Doch, 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 doch.
Okay, ich habe das Gefühl, da drüben ist irgendwas. Was ich... Ja, Mensch. Mensch, welch Wunder. Was ich erst haben will. Okay, alles gut, alles gut, alles das gut. Das ist nicht so schlimm. Da sind auf jeden Fall noch genug andere. Alles gut. Ja, ich dachte nur, ich werde getroffen. Wait, ich will hier wieder... Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Ich würde hier auf jeden Fall... Muss ich noch groß sein, dann werde ich wieder groß. Das sage ich dir nicht. Ah, ich kann ins Wasser. Hey, da ist die fünfte. Jetzt kannst du im Prinzip, kannst du jetzt immer entspannt durchlaufen, wenn du sterben solltest. Wir haben alle. Jetzt hast du alle, ja. Selbst wenn ich jetzt sterbe, bleiben die ja eingesammelt. Genau. Weil die hätte man schon ohne Save States holen können. Ist egal, jetzt hast du es nicht geschafft. Alle gucken auf dich herab und spucken auf dich, dass du es nicht geschafft hast. Das ist wiederum, wäre mir sowas von egal, das glaubst du gar nicht. Ja, scheiße. Dir ist ja auch egal, wenn deine Nachfolger, Nachbarn scheiße im Briefkasten bekommen. Das ist so unglaublich blöd. Ich könnte auch einfach deine Adresse rausfinden. Ich glaube, das lässt sich auch nicht. Im Zweifel stehst du ja wieder im Telefonbuch, oder? Nee. Hast du diesmal nicht gemacht? Wieso das denn? Ich schreibe mir die wieder in den Telefonbuch rein. Wieso stehst du denn nicht mehr im Telefonbuch? Willst du nicht mehr angerufen werden? Nö, wer mich anrufen will, kriegt meine Nummer. Na gut, die habe ich ja auch. Kann ich dich ja auch immer noch anrufen. Du hast ja sogar meine Handynummer. Naja. Hast du noch eine Festnetznummer trotzdem? Ja, jetzt schon. Achso. Ja, für eine Dienst, also eine Schuldienstnummer ist schon sinnvoll. Achso, du hast die für, verstehe. Für wenn die Eltern sich beschweren wollen. Nee, das geht nicht über Tele. Also da, wenn, dann ruft man ja aus der Schule die Eltern an. Nee, oder die Eltern rufen in der Schule an und bitten um Rückruf. Ah, die rufen nicht auf die private Nummer an, solange sie nicht rausfinden. Schlüssel. Ist das schon mal passiert, dass jemand dich auf der privaten angerufen hat? Nee, mich nicht. Okay. Aber mich Kollegen, nicht, aber Kollegen. Unseren Seminarlehrer hat schon mal eine Mutter im Telefonbuch gefunden. Das ist tatsächlich. Geil. Und dann hat sie halt angerufen. Und die hat sie wahrscheinlich irgendwann musste er ihr halt sagen, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sie die ganze Zeit auf die private Nummer anruft. Frage ist, was ist dreist daraus zu finden? Die Telefonnummer oder ein Video, wo man seine duschende, seine trötende Da, wie komme ich denn da ran? Ja, das ist richtig clever. Das ist, hier geht's nicht rein. Das ist schlau, das ist richtig schlau. Da muss man auch schlau denken. Muss ich von links, von also von... Nein. Mensch, jetzt geh wieder zurück. Conan, Alter. Wenn ich schon so blöd Alter. Sage, wenn ich schon so dumm sage, das ist schlau, das ist sehr schlau. Muss ich unter durch? Ja, versuch doch einfach mal. Okay, aber das erkennt man nicht, dass man da... Oh, wow. Ja, natürlich erkennt man das nicht. Das ist ja der Sinn. Ach, dahin. Man kann da... Ich dachte halt ganz unten... Okay. So, nein. Ja, weil das wäre halt wieder dann, ne, das erkennt man halt wirklich nicht. Dann hätte man das so andeuten müssen, wie es in SMW angedeutet wird. Naja. Aber okay, es ist einfach eine Höhle. Oder meinst du Yoshi's Island? Oder was meinst du? Ja, halt, wo man in SMW durchschwimmen. Kann man nicht in SMW rum? Achso, in SMW kann man durchschwimmen, ja, stimmt. Das recht. Oh, so, Effi, brauch noch einen Pilzwitch. Jabbi. Ich glaube, du hast keinen Pilz mehr, ne? Was hast du mit dem Pilzwitch gemacht? Ach, du hast den On-Off ausgelöst. Ah ja, das war die Schwierigkeit hier, ich erinnere mich. Bin ich dumm? Was habe ich mit dem P-Switch gemacht? Ich habe den nie verwendet. Doch, für den On-Off-Switch. Also musst du, weil sonst wärst du da nicht rangekommen, glaube ich. Ah ja, richtig. So, geh doch mal in die Resetor rein. Das heißt, ich muss das beides in einer Zeit schaffen. Das hätte ich dir irgendwie auch sagen können, aber ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Deswegen kriegst du ja hier auch alle Yoshi-Coins, weil das hier der schwierigste Abschnitt ist. Wo ist jetzt die Resetor? War da nicht rechts irgendwie eine? Resettet die den Raum oder den kompletten Level? Das ist leider eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Das weiß ich nicht mehr. Du weißt, also wenn es denn das komplette Level ist, dann rewind dich einfach nur am Anfang des Raums hier. Ja, dann rewind dich wieder, weil nochmal alles spielen möchte ich nicht.
Es ist jetzt aber leichter gemacht. Du musst jetzt ja nicht mehr alle Yoshi-Coins einsammeln. Du kannst jetzt einfach durchlaufen. Ja, ach, guck mal, du warst ja auch vernünftig. Warum war ich denn da so nett? Tja. Wo kommen die denn her? Oh Mann, ey. Oh Gott. Die waren da gerade nicht. Jetzt hast du einen guten Grund, das Level nochmal von vorne zu spielen, finde ich gut. Ja, ich brauche die Yoshi-Coins ja nicht mehr. Das ist echt geil. Wenn ich dir sage, du brauchst ja die Yoshi-Coins nicht mehr einsammeln, naja, dann rewind ich trotzdem von da und da. Ja, aber den Tod habe ich ja selbst verursacht. Das ging jetzt so, ja. Den hättest du nicht verursacht, weil du das Level nicht verstanden hast. Das ist, ja. Das war ja einfach wieder Dummheit. Das. Weiß ich nicht. Ah, ich brauch das ja gar nicht mehr machen. Also beim Puzzle-Level waren die Schusseligkeitsfehler, die du gemacht hast, waren der entscheidende Grund zu rewinden. Beim Maze-Level jetzt hier sind die der entscheidende Grund, es nochmal zu spielen. Ich erkenne da nicht so ein eindeutiges System. Beim hier geht es mehr um Skill und nicht ums Puzzle. Ja, deswegen hätte ich rewindet, wenn ich das Puzzle da hinten mit dem Peace-Widget jetzt versaut hätte. Das ist tatsächlich doch ein eindeutiges System, aber ich finde es trotzdem kacke. Du brauchst zwei Peace-Widgets, ne? Ja, ich gehe ja schon wieder zurück, falls du es nicht gesehen hast. Bei dir weiß man nicht so richtig. Das wollte ich eigentlich nicht, aber es sollte zeitlich reichen. Ja. Ich bin so eine Nuss! Jetzt rewinde wirklich, ja. Das ist ja grauenvoll. Oh nein! Jetzt haben wir die Munkenfeuer ein. Oh Mann, das ist nicht schön. Wie viel kann man falsch machen? Nein! Das ist unglaublich. Ich bin nur gegen die Münzen gelaufen. Ich soll jetzt direkt rein. Bitte, Alter, als ob mich die Röhre einsaugt einfach. So. Ich glaube, die weiß einfach dein Talent zu schätzen. Also dein Talent alles falsch zu machen. Wahnsinn. Oh boy. Ach ja, ach ja. Das ist eigentlich voll viel Zeit, um hier hinzukommen. Wie habe ich das denn vorhin geschafft zu versauen? Du hast einfach alles ganz genüsslich angeschaut. Na, wahrscheinlich. Oh nein, jetzt muss ich den Quatsch mit der Shell wieder. Du kannst das total leicht machen. Ach, weißt du, wie ich das jetzt mache? Jetzt sag's mir. Ja, mit einem Shell-Jump wolltest du es machen. Das war der Gedanke, aber hat sich erledigt. Ich habe schon darauf gewartet, dass du das machst. Guck mal, du kannst den kleinen Cooper einfach wieder töten, dann offscreenst du den Scheiß, dann hast du wieder die Shell. Es gibt immer ganz schöne Tricks, um das alles leicht zu machen. Aber du musst es dir immer schwer machen. Schwierig machen. Guck mal, da kannst du dich unten ranstellen, einmal hochschmeißen. Oh, schade. Super. Ah, jetzt will er wieder. Jetzt will er wieder. Nee, es geht gar nicht. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht gleichzeitig mit der Shell auslösen und hier einen Shell-Jump. Du schaffst das doch. Ist doch ein, ich könnte hier einen Shell-Jump machen. Sehr gut. Sehr gut. Ist doch schön, dass du es geschafft hast. Jetzt. Danke. Danke, bitte. Sehr gut. Unglaublich. So. Du hast gescrollt. Es hat beim ersten Mal. Es war die richtige Richtung beim ersten Mal. Jetzt sind die. Aber wieso waren die vorhin erst nicht da? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie, die waren erst nicht da? Na, als ich als ich wieder hier rein bin durch die Resettor, waren die nicht da. Dann bin ich hier hin, bin hierher und plötzlich schmeißen die mich mit Hammer. Achso, ja, die tauchen immer nur auf, wenn man von links in den Screen reinkommt. Ah. Also wenn man nach rechts läuft. Das war der einzige Grund, warum ich gestorben bin, weil die wieder aufgetaucht sind. Trotzdem hätte ein normaler, guter Mensch da auch so durchgeführt. So, den Kollegen brauche ich also. Die sind halt eher links als rechts orientiert. Für da hinten. Den brauchst du da hinten, ja. Den Schlüssel brauche ich. Du kannst dir halt den Weg schon mal ein bisschen frei machen und so. An den Schlüssel kommst du jetzt noch nicht ran. Ah.
zwar da drin. Achso. Oh, das kann ich mir mal gönnen. Solltest du überlegen, welche Reihenfolge du machst? Also, ach, hier habe ich den eingesetzt. Habe ich vergessen. Ja gut, da muss ich ja hier nur ganz kurz drauf springen. Dann muss ich hinten erst die Münzen wegmachen. Das war eine sehr gute... Ja, das war eine gute Schlussfolgerung. Das war richtig gut. Ja, ich kann ja nicht erst hier hochlaufen und dann... Ja, aber ich meine... Also... Ja, ich kann auf jeden Fall am Ende des Let's Plays nicht sagen, dass du in jede Falle reingetappt bist, bei der ich gedacht hätte, da würde das bestimmt falsch machen. Lol. Ach, geh weg. So, eigentlich könnte ich ja, doch sogar... Ja. Nee, kann ich nicht. Nein, mach das nicht. Versuch's gar nicht erst. Aber du kannst trotzdem von da unten starten, weil das ist, glaube ich, zeiteffizienter. Nein, jetzt kommt wieder irgendeine Scheiße. Ah ne, ich kann es nicht auslösen. Schade. Oh. Ich wollte es mit dem so ein bisschen, aber das geht nicht. Das ist jetzt wirklich, das ist richtig ehrenlos, Colin. Du hast da erst den ganzen Hack hier trotz Safe-State-Regeln... Man kann es nochmal probieren, wenn es schön ist. Ja, aber hier erst trotz Safe-Stateless-Regeln anzufangen zu rebinden und dann auf einmal noch alles kaputt glitschen. Was heißt hier Regel? Es ist keine Regel. Ich habe das nicht festgelegt. Es war eine Art Knigge, die ich dir auferlegt hatte. I don't care. Oh, du bist so rebelliös. So. Okay, haben wir das. Jetzt Schlüssel. Dann Schlüssel da hinten drauflegen und dann durch die Röhre gehen und gucken, was passiert. Das ist richtig. Du kannst ja sogar noch einen Pilz holen, den hast du. Ey, wir sind echt. Wir kommen echt in den Rhythmus pro Video ein Level. Beziehungsweise das Puzzle-Level war ja, gut, da reden wir nicht drüber. Das habe ich doch gehofft auch. Also jetzt schon kommt, wieder bei 36 kommt, Minuten. Also es kommen auch noch Level, da schaffst du das schneller. Aber es kommen auch noch Level, da schaffst du das nicht schneller. Bin gespannt. Ah, Pilz. Das haben Level so an sich. Manche sind schneller als das hier, manche sind nicht schneller als das hier. Wow. Sehr schlaue Aussage. Echt mal. Ja, du hast es geschafft. Ist das nicht schlau? Du musst ihn nicht mitnehmen, das bringt dir auch nichts. Will aber. Du darfst aber nicht. Doch, ich darf. Ja, du darfst alles. Colin hat heute seinen wie heißt das denn? Rebelliösen Modus. Krieg's nicht hin. Dann halt nicht. Rebellisch heißt das, wow. Rebelliös. Du bist heute richtig rebellisch unterwegs. So, auch dieses Level weiß wieder nicht, wann es aufhören sollte. Naja. Okay. Ich weiß ganz genau, wann es aufhört. Ja, aber nicht, wann es sollte. Was sollte. Da steht eine Messagebox, die sagt, das ist das biggest Plateau auf Mushroom Kingdom, deswegen ist das ein großes Leben. Mikro. Achso, hallo. Besser. Ich sagte, da ist eine Messagebox vorne, die sagte, das ist das biggest Plateau auf Mushroom Kingdom, deswegen ist das auch in Ordnung. Ah ja. So kann man sich das natürlich auch schön reden. Ja, so wie okay. Du deine Safe-State schön redest und ja. Am besten wäre es wahrscheinlich, ich suche erst wieder die Yoshi-Coin. Du hast keine Yoshi-Coin mehr zu holen. Stimmt, ich suche vielleicht doch nicht als erstes die Yoshi-Coin. Aber eine Shell mitnehmen ist eine gute Idee, das wollte ich. Ja gut, da habe ich ein paar zur Auswahl. Aua. Naja, das ist eine Frage der Zeit bei dir. Warum gehst du da nicht hoch? Ich kann überall hin, ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Ich muss doch gucken. Hier ist ein Yoshi-Haus. Das ist ein Yoshi-Haus, ja. Ja, toll. Ja, mach mal Anlauf. Guck mal, du siehst doch, da geht's doch nach oben weiter. Mach mal Anlauf. Mach Anlauf, los. Okay. Komm, na. Ich hab das so ins Kleinste getestet. Also ich glaube, HF könnte ich mir vorstellen oder Biop kriegen das vielleicht hin, weil ich einfach schlecht bin auch. Ach, du meinst, es geht nicht? Nur du kriegst das nicht hin, ne. Selbst mit States? Okay, pass auf, ich geh wieder auf den Balkon, ich bin 5 Minuten weg, ich guck dir dabei zu, mach das mit States, ich wette, du schaffst es nicht. Wenn du das... Wir können ja das mal, jetzt machen wir kleine Wetten. Wenn du das nicht schaffst, dann spielst du das nächste Level und es ist nicht so ein langes Level.
das verspreche ich dir. Spielst du dann ohne selbst? Ich werde alles ohne selbst erstmal versuchen, nur wenn es mir zu blöd wird, dann mache ich selbst. Aber das muss doch. Ich weiß halt nicht, wo die Plattform ist, auf der man steht. Achso, da oben kann man noch gar nicht stehen. Ja doch, hast du gesagt, kann man, also du kannst gucken, du kannst sehen, wo du stehen kannst. Ja, so, nee, dann schaffe ich das nicht. Dann ist das zu hoch. Ach, nur auf den Dingern. Ja. Wo der Schlüssel drauf liegt. Weil der muss ja irgendwo auch drauf liegen, ja? Und da, wo das Schlüsselloch ist, kann ich nicht draufstehen. Genau. Ja, dann kann ich das knicken. Ach so, ja, das ist richtig. Wie soll das dann, also... Die hätte ich jetzt zugetraut, dass du das trotzdem versuchst. Ich wüsste nicht, wie man die Entfernung schaffen kann. Anfangs war links noch eine Röhre, mit der ging das dann relativ gut. Aber ah, okay. Halt, ich bin in die falsche Richtung. Ich glaube, man kann mich gerne vom Gegenteil überzeugen, es wäre auch witzig. Also jetzt darf ich dann doch wieder hier hoch. Ja, ja, jetzt ist gut. Du solltest dir nur das Yoshi-Haus anschauen. Da brauche ich ein Springboard für. So, jetzt wird's witzig. Ich bin gespannt, wie gut oder schlecht du die Stelle schaffst. Ich bin wirklich gespannt. Ah, ich hab Mist gebaut. Aber der kommt wieder. Naja, ich kann ja... Alter! Das hier machen. Was? Jetzt rewinde das. Das ist ja wohl grausam. Wieso bin ich denn jetzt so dumm zum Schwimmen? Hä? Irgendwas zieht mich... Bin ich dumm? Irgendwas zieht mich da runter. Nee. Ich glaube, die Taste spinnt einfach ein bisschen. Alles. Oder vielleicht irgendwelche bösen Grabschen. Alter, ich kann nicht. Irgendwelche Taucher, die es auf Peach abgesehen haben. So sieht es aus, ja. So. Jetzt ist halt die Frage, muss ich noch irgendwas in der Zeit, in der P-Switch-Zeit machen? Ich hoffe nicht. Nee, nee. Oh well, if you haven't found all 5 Yoshi Coins until now, this is death to you. Otherwise, go left, there'll be an on-off switch. Aha, der hat es ausgelöst. Ja, dann kann ich den ja einfach drücken. Ja, jetzt hast du es geschafft. Ja, aber wie komme ich jetzt an den Secret Exit dran? Da brauche ich ein Springboard. Das wäre eine Option, ja. Oder vielleicht auch was anderes. Ein Yoshi. Das wäre eine Option. Oder vielleicht auch einfach was anderes. Ha! Jetzt such nicht den Secret Exit. Du hast den bei der Feuerblume hast du ihn auch noch nicht gesucht. Ja, weil ich nicht machen kann. Aber du hast du hier irgendwo ein Springboard gesehen? Kann ich ihn hier auch noch nicht machen? Hast du irgendwo ein Springboard gesehen? Ja, weiß ich nicht mehr, nee. Hast du irgendwo einen Yoshi gesehen? Nee. Gut, du vertraust dir selbst da nicht und das ist in der Regel auch ganz richtig, aber das gibt's nicht. Also, noch nicht. Okay. Genau. Gut, das sagst du, das Level ist kurz? Nö, aber es ist kürzer als das vorher. Je nachdem, wie du dich anstellst, kann das schon ein Part füllen, ich weiß es nicht. Hä, es ist kürzer als das vorher, es kann aber ein paar folgen. Was? Es kann einen Part füllen. Ach so. Je nachdem, wie du dich anstellst. Ja gut, wir sind jedenfalls bei 43 Minuten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Maschallah, unglaublich. 43 Minuten. Und sage tschüss, oh Gott. Auf Wiedersehen.